einsame Jobs. Der Leuchtturmwärter an der Nordsee. Der Wanderschäfer bei Zürich. Der Kranführer in Berlin. Und in Swissmade der Streckenwärter im Albula-Tunnel. Für den Seemann ist ein Leuchtturm der Inbegriff von Geborgenheit und Sicherheit. In Seemannsliedern aller Sprachen wird dieses innige Verhältnis denn auch immer wieder besungen. Zum Beispiel in der dänischen Ode an das Leuchtturmschiff Sandy Hook. Ich sah dich nachts auf schwankender Brücke und fand dich bezaubernd schön. Du bist geritten auf mondblanker Dünung, meine liebste alte Sandy Hook. Ich gab dir mein Herz in jener Nacht auf dem Frachter. Wir hatten Bram- und Focksegel gesetzt. Du lagst vor Anker mit wogenden Brüsten. Da wurde ich dein, Sandy Hook. Den in der Vorstellung von Landratten einsamen, pflichtbewussten Leuchtturmwärter gibt es aber kaum mehr. Deutschland hat ihn vor Jahren schon durch Computer ersetzt. In England ist er seit einigen Monaten ausgemustert. In Dänemark hingegen wird die Tradition noch gepflegt. An der Nordseeküste Jütlands, nördlich Hvidesande, betreut der 50 Jahre alte Flemming Rasmussen den Lyngvik-Fyr, der als letzter Leuchtturm Dänemarks 1906 errichtet wurde. Nachdem er vorerst die 17 Meter hohe Sanddüne erklommen hat, auf der der Leuchtturm steht, führen im Innern des stattlichen 39 Meter hohen Turms 228 Treppenstufen zur Spitze. Diesen schweißtreibenden Aufstieg müsste Flemming Rasmussen allerdings nicht mehr jeden Tag unternehmen. Denn auch dieser Leuchtturm läuft selbstverständlich automatisch. Aber er tut es dennoch. Einerseits, weil er sich der Tradition verbunden fühlt und es sein Pflichtgefühl verlangt. Andererseits aber auch, weil er die großartige Aussicht immer noch genießt. Das ist sein Häuschen, das er mit seiner Frau und seiner 13-jährigen Tochter bewohnt. Das ist der Blick nach Osten, zum Ringkjöbing-Fjord. Und so blickt er nach Norden und Westen in die im Winter oft sturmgepeitschte Nordsee. Leuchtturmwärter ist er aus Familientradition geworden. Es war nicht mein Traumberuf, sondern der meines Vaters. Er war 20 Jahre lang Leuchtturmwärter auf der Insel Bornholm. Im Leuchtturm am Skagerrak, wo Ost- und Nordsee zusammenstoßen, hat Flemming Rasmussen während der letzten 13 Jahre im Auftrag der dänischen Marine gearbeitet. An dieser Meerenge werden alle Schiffsbewegungen registriert. Seit dem letzten Jahr ist er hier in Lyngvik allein verantwortlich, allerdings ohne Beobachtungsauftrag. Ich weiß nicht, ob das ein Traumberuf ist, aber ich liebe ihn. Ich bin mein eigener Herr und Meister, niemand kann mich schikanieren. Ich mache einfach, was getan werden muss. Es ist ja ein aussterbender Beruf. Gerade deshalb sollte man ihn erhalten. Er ist es wert. Im Wesentlichen besteht seine Arbeit darin, den Leuchtturm instand zu halten. Putzen der Linsen und Lamellen, die das Licht verstärken, gelegentlich eine der 500 Watt Birnen auswechseln. Im Winter ist es hier ziemlich still. Aber im Sommer, wenn Dänemarks Nordseeküste von deutschen Touristen nur so wimmelt, ist Leuchtturmwärter ein nicht mehr gar so einsamer Beruf wie ehedem. No, not particularly a lonely job.
Nein, es ist kein einsamer Beruf. Es ist eine Lebenseinstellung. Man ist dafür geboren oder eben nicht. Der navigatorische Wert eines Leuchtturms ist heute minim, da praktisch jedes Schiff mit dem Satellitenpositionssystem GPS ausgerüstet ist. Aber Dänemark stuft die Leuchttürme als Teil seines kulturellen Erbes ein und will diese erhalten. Flemming Rasmussens Job dient deshalb kaum mehr der Sicherheit im Schiffsverkehr, er ist vielmehr ein Museumswärter. Es gibt wegen des globalen Satellitensystems immer weniger Leuchttürme. Internationale Vereinbarungen verlangen aber, dass diejenigen, welche noch intakt sind, weiterhin funktionieren. Auf der anderen Seite haben wir hier viele Touristen und diese sind beeindruckt und begeistert, wenn sie einen alten Leuchtturm sehen. Auch deshalb sollen sie erhalten bleiben. Einstweilen bis zum Jahr 2005 ist die Finanzierung der dänischen Leuchttürme gesichert. Aber was dann? Für Flemming Rasmussen wäre ein Abbruch des Lyngvik-Fyr fatal. Sein Herz hängt an diesem Leuchtturm. Aber ob er in ein paar Jahren noch hier sein wird, ist ungewiss. Ich weiß es nicht, ich hoffe es. Ich weiß nicht, wohin ich sonst gehen soll. Meine Fähigkeiten, einen Leuchtturm instand zu halten, sind nirgends sonst gefragt als in einem Leuchtturm. Ich hoffe wirklich, bleiben zu können. Dieser Leuchtturm sollte mein letzter sein. This lighthouse should be my last one. Oh, Wehrgang, ja, in jedem fremden Hafen, den wir anlaufen, unter Nebelsirenengeheul, wandern meine Gedanken trotz Hunderten von Namen nur zu dir zurück, Sandy Hook. Meist trägt der Seemann Kummer und Sorgen klaglos mit sich herum. Doch deine Versenkung hat mein Herz gebrochen. Jetzt ist es ein Wrack, Sandy Hook. Ein Januarmorgen am Albis, rund 20 Kilometer von Zürich entfernt. Noch bevor der Mond am Himmel verschwunden ist, kratzen Schafe unter der knirschenden Raureifschicht Gräser hervor. Sehnsüchtig wartet der Hirt auf die ersten Sonnenstrahlen, die den hartgefrorenen Boden aufweichen und die Glieder wärmen. In dieser Gegend weidet der 40-jährige Rolf Beutler seit 19 Jahren seine Herde. Eine von den Gemeindebehörden erteilte Bewilligung gibt ihm das Recht, jeweils zwischen dem 15. November und dem 15. März in diesem Gebiet das übrig gebliebene Gras für seine Schafe zu nutzen. Die zwei Esel, Gina und Peppino, tragen alles mit, was der Wanderschäfer braucht. Zelt, Schlafsack, Decken und Regenplanen, Kochgeschirr und Esswaren. Denn Freizeit oder auch nur Feierabend hat er nie. Er verbringt 24 Stunden am Tag bei seinen Tieren. Seine wichtigsten Helfer sind die Hunde Jimmy und Tosca. Sie sorgen dafür, dass kein Halm des Winterweizens abgerissen und kein Körnchen einer frischen Saat zertrampelt wird. Hey, Esel, Eselau. So ist gut, komm. Für diesen Job muss man geboren sein. Naturverbundenheit und Tierliebe sind Voraussetzung. Und Langeweile darf man nicht kennen. Das muss man schon mitbringen, das ist ganz klar.
Einfach, man muss Freude an den Tieren haben. Man muss sie auch gerne den ganzen Tag angucken und beobachten. Wenn man zu viel Langeweile kennt, dann muss man aufhören. Die Langeweile macht man sich selber. Ja. Die kommt nicht von oben. Heute macht die vierjährige Tosca die Hauptarbeit, eine altdeutsche Schäferhündin. Sie hat sichtlich Freude an ihrem Teil des Jobs, während der 12-jährige Mischling Jimmy morgens, wenn der Boden noch gefroren ist, lieber seine empfindlichen Pfoten schont. Wehe dem Schaf, das in der Ecke des Ackers abkürzen will. Und Faulenzer sind selber schuld. Den letzten beißen die Hunde. Gerade weil Rolf Beutler mit seinen Hunden die Schafe so gut im Griff hat, ist er bei den Bauern wohlgelitten, ja beliebt. Das alte Gras, das die Schafe fressen, taugt für Milchkühe nichts mehr und behindert im Frühjahr höchstens das Wachstum von frischem Gras. Erziehung und Dressur der Hunde sind für Rolf Beutler keine Hexerei. Learning by doing ist das Motto. Sie erlernen es einfach von ihren Vorgängern. Ja, wir nehmen den jungen Hund mit und lernen mit der Arbeit, so wie der lebt er da rein und er lernt das. Auch die Schafe sind, obwohl als dumm verschrien, lernfähig. Innerhalb weniger Tage wissen auch sie, worum es geht. Ja, das sind sie sich gewöhnt. Das ist auch so eine Übungsphase am Anfang. Wir üben mit den Tieren, dass das auch klappt. Wir haben ja nicht irgend 4, 5 Versuche, über eine Straße zu gehen. Wir haben nur einen Versuch. Das muss vorher geübt werden. Und das geht so. Die weit verstreute, rund 400 Schafe zählende Herde wird innerhalb einer halben Minute zu einem kompakten, disziplinierten Haufen zusammengetrieben, der dem Schäfer willig auf die nächste Weide folgt. Längst nicht alle Wiesen sind zum Abweiden geeignet. Gedüngte Flächen zum Beispiel oder solche mit überlangem, altem Gras werden gemieden. Und so kann es durchaus vorkommen, dass eine halbe Stunde oder mehr vergeht, bis wieder Ruhe einkehrt. Vor allem zur Mittagszeit sollten die Schafe Ruhe finden, sich hinlegen und wiederkäuen. Auch für Rolf Beutler Gelegenheit, eine Kleinigkeit zu essen. Erst gegen 2 Uhr kommt wieder Bewegung in die Herde. Als sich Rolf Beutler vor bald 20 Jahren für diesen Beruf entschieden hatte, war er allein und unabhängig. Inzwischen hat er Familie. Seine Frau und seine 12-jährige Tochter Lisa wohnen im Kanton Appenzell, knapp 2 Fahrstunden weit entfernt. Während der 4 Monate als Wanderschäfer kommt er nie dazu, sie zu besuchen. Weihnachten, Neujahr werden unterwegs gefeiert. Aber auch das hat ihm die Freude am Job nicht nehmen können. Man hat sich eben arrangiert. Ja, die Schafe waren vor der Familie da. Und wir haben uns so da reingelebt. Meine Familie kommt jede Woche mal vorbei, wenn die Tochter schulfrei hat. Doch, das geht schon. Gegen Abend wird es Zeit, frisches Wasser zu besorgen. An einem Brunnen oder bei einem Bauernhof. Seine Esel sollen nicht den ganzen Tag schwer beladen sein. Schließlich verrichten auch sie einen 12-Stunden-Job, bevor der Feierabend in Sicht ist. Rolf Beutler ist kein Zivilisationsaussteiger, obwohl er nicht als Bauernkind aufgewachsen ist. Nach einer Gärtnerlehre wurde er mit 20 Jahren Schäfer. Zuerst im Auftragsverhältnis, dann als selbstständiger Schafzüchter. Im Sommer bewirtschaftet er eine Alp in Graubünden, im Winter zieht er durch das Knonauer Amt. Regelmäßig verkauft er die schlachtreifen, rund 40 Kilo schweren Lämmer, die zu diesem Zeitpunkt gut ein Jahr alt sind. Bezahlt wird ein variabler Tagespreis. In diesem Winter ist er auf unter 220 Franken gefallen. Vor einem Jahr lag er noch über 250.
Um die Nacht ruhig zu verbringen, müssen die Schafe sattgefressen sein. Das heißt, dass es 7 Uhr oder später wird, bis Rolf Beutler das Nachtquartier beziehen kann. Für die Nacht verzieht sich Rolf Beutler mit seiner Schafherde, seinen Hunden und Eseln, wenn möglich in ein lichtes Wäldchen. Dort sind sie alle etwas vor Wind und Wetter geschützt und finden auf dem Blätterteppich eine bequeme Liegestelle. Während sich Rolf Beutler so gut es geht einrichtet, drängen die Schafe zurück in seine Nähe. Bis zum nächsten Morgen sind sie gut versorgt. Unter den Regenplanen der Esel kommt der ganze Haushalt zum Vorschein. Küchen- und Kleiderschrank, Zelt- und Schlafsack, Kochgeschirr und Hundefutter. Bis die Esel trockengerieben und versorgt sind und endlich das Feuer knistert, ist es 9 Uhr oder später. Und mit dem ersten warmen Wasser werden zuerst die Hunde gefüttert. So, Jimmy. Wasser. Dann endlich, gegen 10, kommt der Moment für die einzige warme Mahlzeit. In diesen Situationen fühlt sich sogar Rolf Beutler gelegentlich einsam. Meistens ist es erholsam. Aber manchmal bei schlechtem Wetter ist es schon Einsamkeit, ja. Das gibt es schon. Rundherum hat es Leute, man sieht die Lichter und trotzdem ist man alleine. Ja, das ist Einsamkeit. Da sind dann die Hunde doch mehr als nur Hilfshirten. Ich denke, vor allem abends ist es sehr wichtig, dass sie hier sind. Am Tag sind sie mehr so Arbeitskollegen. Und abends so vor allem sie da, die Tosca, die ist dann schon immer bei mir. Und ja, sie genießt es auch, am Feuer zu sitzen und den Feierabend zu genießen. Ich könnte es mir nicht vorstellen, ohne Hunde jetzt hier zu sein am Abend. Teigwaren, Risotto, Polenta. Die Auswahl ist klein. Es fehlen Kartoffeln, Zwiebeln, Früchte. Sie würden erfrieren. Und Frischprodukte oder Fleisch verdirbt. Da schweifen dann die Gedanken schon öfters nach Hause ins Appenzellerland. Ja, jeden Tag, das ist ganz klar. Aber ja, fehlen, das, man gewöhnt sich an alles. Das ist, ich muss mich ja daran gewöhnen. Wenn ich jeden Tag Angst habe und Heimweh, dann könnte ich es ja gar nicht machen. Wäre unmöglich. Es ist nicht immer so angenehm. Oft schneit oder regnet es oder es ist bitterkalt. Aber bei diesem klaren Wetter verzichtet Rolf Beutler ausnahmsweise auf das Aufstellen des Zeltes. Er schläft, gut gepolstert und verpackt, unter freiem Himmel. Wenn dann das Bett von Tosca noch angewärmt wird, ist das, sagt er, ein reines Vergnügen. Unbegreiflich die Vorbehalte, Ängste und Sorgen von gewöhnlichen Zimmerschläfern. Schlafen. Alle Leute meinen immer, das Schlafen draußen sei schlimm. Das Schlafen draußen ist am wenigsten schlimm. Da kann man sich einen Schlafsack zelten, man kann sich einpacken, das ist kein Problem. Den Tag durch, wenn es kalt ist, das ist ein Problem. Da kann man sich nicht einpacken, dass man nicht mehr gehen kann. Nein, die Nacht, das ist kein Problem. Um 7 Uhr ist Rolf Beutler schon wieder auf den Beinen. Dann sitzen. Die Esel müssen gepflegt und sorgfältig bepackt werden, bevor die Schafherde bei Tagesanbruch aufsteht und unruhig wird. Die Hauptlast muss die 8-jährige erfahrene Gina tragen, die schon einige Jahre dabei ist.
Wichtig ist, den Rücken gut zu polstern, das Gewicht gleichmäßig auf beide Seiten zu verteilen und die Last möglichst satt festzuzurren, ohne dass Druckstellen entstehen. Schließlich sind es rund 40 Kilo, die der Esel während der nächsten 12 Stunden permanent mit sich herumschleppt. Beim erst 3-jährigen, selbst aufgezogenen Peppino hat eine solche Druck- oder Scheuerstelle zu einem Satteldruck geführt, der täglich behandelt werden muss. Deshalb werden ihm 10 Kilo weniger auf den Rücken gepackt. Dafür ist beim Binden noch mehr Sorgfalt nötig, denn eine solche Wunde kann leicht chronisch werden. Dann, gegen 8 Uhr, bricht die ganze Schar wieder auf. Wohlgeordnet wie ein vorbildliches Klassenlager fließt die Herde durch den lichten Wald und auf die erste Morgenweide. Bald werden die ersten Sonnenstrahlen den Raureif wieder aufweichen und ein weiterer schöner Winterweidetag steht bevor. Aber es kommen sicher auch wieder nasse, kalte, schneereiche Tage. Dann sehnt sich auch Rolf Beutler nach einem heißen Kaffee zu Hause in der Küche. Und Gina und Peppino nach einem Faulenzertag im heimatlichen Stall. Berlin, leerter Bahnhof, morgens 6.30 Uhr. Auf der größten Baustelle Europas beginnt sich Leben zu regen. Der Kranführer von Kran Nummer 13, Eberhard Chemnitz, ist einer der Ersten. Heute Morgen, nach einer kalten Nacht mit Schneeregen, dauert der Aufstieg zu seinem luftigen Arbeitsplatz etwas länger als die üblichen 10 Minuten. Leitern und Plattformen sind vereist. Das Klettern erfordert Vorsicht und Aufmerksamkeit. Der Lehrter Bahnhof wird im Gesamtkonzept der Verkehrsplanung für Berlin eine zentrale Position einnehmen und soll ungefähr im Jahr 2005 fertiggestellt sein. In ihm kreuzen sich die Ost-West- und die Nord-Süd-Verbindungen des Fern- und Regionalverkehrs. Endlich oben. Eberhard Chemnitz nimmt den Kran in Betrieb, der sich über Nacht unverankert in den Wind gedreht hat. Kurz noch ein Blick auf das Reichstagsgebäude, dann kann es losgehen. Die ersten Kollegen fordern noch im Halbdunkel per Funk seine Hilfe an. Der Anzug blöd, alles zweimal. Mit 70 Metern ist Kran 13 der höchste in der Baugrube für den Bahnhof. Die Höhe macht ihm nichts aus, sie erfordert nur große Aufmerksamkeit. Aber er ist froh, dass er vor 30 Jahren diesen Beruf gewählt hat. Ich habe Betonbauer gelernt, habe das dann 10 Jahre gemacht. Und dann hat irgendjemand mal zu mir gesagt, ach weißt du, was du schinderst da unten so. Und guck mal, ich gucke hier oben aus Fenster und kann mich auch mal zurücklehnen oder so. Und dann habe ich einen Lehrgang gemacht und dann seitdem bin ich Kranführer. Während rund 12 Stunden sitzt Eberhard Chemnitz in der einen Quadratmeter kleinen Kabine, 70 Meter über Boden fest, mit den Kollegen nur durch Funk verbunden. Einsam? Ja, in gewissem Sinne ja, aber ich meine, mir macht das ja auch Spaß und ich habe mir ja den Beruf auch ausgewählt. Ne? Und das ist auch abwechslungsreich, was passiert jeden Tag was anderes, was Neues, was zum Beispiel bei der Eisenbahn oder bei dem Schiffsführer, der ja ganz langsam irgendwo langfährt, dem passiert ja, da passiert ja eigentlich nichts. Und hier ist immer Action, ja, auf der Baustelle. Hier ist immer was los. Es erfordert großes Geschick und Feingefühl in den Händen, ein gutes Auge und vor allem Erfahrung.
um die schweren Lasten in der Baugrube zentimetergenau zu transportieren und abzusetzen. Denn an der Spitze des 50 Meter langen Schwenkarms vollführen die Lasten viel größere und schnellere Bewegungen als im Zentrum der Drehung. Nicht ungefährlich für die Bauarbeiter, die sich in unmittelbarer Nähe aufhalten. Ich muss sagen, da habe ich mir eigentlich so richtig noch keine Gedanken drüber gemacht. Und mir ist zum Glück auch noch nie was passiert. In dem Sinne, dass ich also jemanden da irgendwelche Gliedmaßen abgefahren habe oder sonst was. Man muss staunen, ja, weil ja heutzutage viele Ungelernte auf der Baustelle sind, die natürlich immer versuchen, irgendwelche Dinge gegen die Vorschriften zu machen. Da muss der Kranführer natürlich aufpassen und muss dann immer sagen, nee, halt, stopp, das machen wir nicht, wir müssen das anders machen. Hauptsache, der versteht einen also auch. Trotz dieser großen Verantwortung ist es nicht so, dass der Kranführer 12 Stunden unter Dauerstress steht. Zwischendurch, wenn die Bodentruppe mit einem anderen Kran beschäftigt ist oder Pause macht, kann es auch Eberhard Chemnitz gemütlich nehmen und darauf warten, dass am Funk wieder Kran 13 aufgerufen wird. Ja, wo bist du? Da unten die Winkel, ja? Gut, alles klar, ich sehe dich. Ganz gerade, ja. Dann fährt Eberhard Chemnitz wieder die Katze aus, wie der bewegliche Rollenwagen auf dem Schwenkarm heißt, und lässt sich eine nächste Last anhängen. Auf jeden Fall hat er nicht das Gefühl, seine 12-stündige Präsenz zehre an seinen Kräften. Man ist ja da nicht 12 Stunden hintereinander konzentriert. Man hat ja dazwischendurch auch mal, nicht der Beamte würde sagen, der Minutenschlaf, den könnte man ja dann vielleicht mal, aber so mal eine kleine Pause, eine Zeitung lesen oder mal nur zugucken, wie hier zum Beispiel mit den Zügen. Das entspannt schon und da hat man dann eben dann nachher, und ich bin abends eigentlich auch gar nicht müde. Bei Hochbetrieb ist allerdings höchste Konzentration gefragt. Dann plärrt der Funk ununterbrochen, weil auf demselben Kanal 3 verschiedene, nebeneinander stehende Krane aufgerufen werden können. Wo die Rohre hier hin sollen, die Sie hier abgeschnitten haben? Wohin? Dort auf die fertige Rohre, an die Wand, an die fertig betrierte Wand. In diesen Phasen ist ein gutes Auge nötig, um aus großer Höhe und verzerrter Perspektive gefahrlos das Richtige zu tun. Auch wenn statt eines Funkspruchs nur einige Zeichen möglich sind. Gut, oder was? Geregelte Pausen kennt der Kranführer nicht. Während seinen Mahlzeiten muss Eberhard Chemnitz einsatzbereit sitzen bleiben. Die Kost ist so gewählt, dass seine Verdauung keine Kapriolen macht. Denn ein Ausflug auf die Toilette auf dem Boden der Baustelle liegt nicht drin. So genießt er die Aussicht auf Züge, Schiffe und die umliegenden Baustellen. Außer bei starkem Wind. Dann wird's gefährlich. Die gefährliche Situation ist immer nur, wenn starker Wind ist. Das ist das Schlimmste für den Kranführer, nicht? Und ein Kranführer, der sagt, er hat noch keine Angst gehabt, meiner Meinung nach schwindelt er. Gefährlich sind auch die Überlappungen der Schwenkbereiche. Die kleineren Krane haben Vortrittsrecht. Eberhard Chemnitz muss deshalb auch die Schwenkbereiche seiner Nachbarn im Auge behalten und diese nötigenfalls warnen, wenn sie im Begriff sind, mit ihren Schwenkarmen sein Lastseil zu touchieren. Das kommt schon mal vor, wenn einer nicht richtig guckt oder weil wir ja alle auch hinten etwas haben, diesen sogenannten Gegenausleger, dass wenn ich jetzt als großer Kran bei ihm drinne stehe im Schwenkbereich und eben nicht schnell genug über Funk sagen kann, du horch mal zu, ich stehe jetzt da, wo du, dann kann das schon mal passieren, dass der mir da reinfährt. Ja? Aber zum Glück ist für mich immer bis jetzt alles gut gegangen, wollen wir mal so sagen. Und jetzt zur Wand, ne, unten auf die Bodenplatte meine ich, Eberhard. Auch am Abend wird unter Flutlicht weitergearbeitet. Eine frisch verschalte Wand soll noch vor dem Feierabend betoniert werden.
Auch jetzt müssen sich die portugiesischen Arbeiter auf ihren deutschen Kollegen an der Spitze des Krans verlassen können. Obwohl das Wetter mies ist, die Sicht schlecht und der Feierabend eigentlich schon begonnen hat. Und das alles für 26 Mark die Stunde. Für den Kranführer wohlverstanden, nicht für die Arbeiter. Kleiner Trost, die Eisenleger nebenan sind auch noch im Einsatz. Noch strengere Arbeit für noch weniger Geld. Die Umschulung hat sich gelohnt. Die Strecke von Bergün nach Breda gehört mit ihren Kehrtunnels und Viadukten zu den schönsten Abschnitten der Rätischen Bahn. Vor rund 100 Jahren war ihr Bau noch eine Meisterleistung der Ingenieurskunst. Wenn der Zug in Breda in den 5,8 Kilometer langen Albula-Tunnel einfährt, dann sind sich die wenigsten Fahrgäste bewusst, dass erst diese Zugsverbindung in den Süden zu Beginn dieses Jahrhunderts den rasanten touristischen Aufschwung des Engadins ermöglicht hat. Ja, da ist Schlägel, ich gehe durch den Albula-Tunnel. Extras hast du nicht. Ja, das ist das. Einmal pro Woche meldet sich Hans-Peter Schlägel in Breda telefonisch ab, bevor er sich auf die Streckenkontrolle durch den Albula-Tunnel begibt. Während der nächsten 4-5 Stunden ist er im langen Loch allein. Das Funkgerät funktioniert nur außerhalb des Tunnels. Der Kontrollgang ist nicht ungefährlich. Das Tunnelprofil ist zu schmal, um sich an die Wand zu drücken, wenn ein Zug den Tunnel passiert. Schlägel muss die Zugsbewegungen genau im Kopf haben, denn zu hören ist ein herannahender Zug kaum. Die Luftdruckwelle bleibt permanent gleich stark, sobald der Zug eingefahren ist. Und zu sehen ist er auch nicht, wenn er von hinten kommt. Deshalb gibt es alle 50 Meter Ausweichnischen. Durch eine sorgfältige Kontrolle der Schienen hat der Streckenwärter schon größeren Schaden verhindern können. Und er kennt die neuralgischen Stellen genau. Ja, mal habe ich einen Schienenbruch gefunden. Und den habe ich melden. Und dann sind sie nicht provisorisch fliegen. An der Garte, wo viel verrostet ist, das Gleis, sieht man am besten, wenn etwas nicht in Ordnung ist. Aber nicht nur die Gleise müssen kontrolliert werden. Sein Blick muss trotz des schwachen Lichts auch nach oben schweifen. Denn auch da lauern Gefahrenquellen. Die Fahrleitung und die Mauern, die etwas ausbrechen könnten. Und dort, wo nicht gunitiert ist, tut man dann wieder einmal gunitieren, wo es ausgebrochen ist. Bald ist die Hälfte erreicht, der Scheitelpunkt. Wenn nicht gerade ein Schnellzug aus dem Engadin die kalte Luftsäule vor sich hertreibt, ist es hier auch im Winter angenehm warm. Aber der Zug kommt. Schon gilt es wieder auszuweichen. Hans-Peter Schlägel ist in Breda aufgewachsen und arbeitet seit seinem 16. Altersjahr bei der Rätischen Bahn. Die rund 50 Kilometer Bahntrasse zwischen Sameden und Filisur kennt er bis ins Detail. Die kleinsten Veränderungen, wie die Zunahme von Fließwasser, das Abrückeln einer Mauer, eine Ausbuchtung in einem Tunnel oder ein leichtes Durchhängen der Fahrleitung, registriert er sofort. Nach einem Zugsunfall mit Beckenbruch, der ihn fast das Leben gekostet hätte, arbeitete er kurz auf dem Büro als Disponent. Aber nicht lange. Dann musste ich sagen, nein, Hans-Peter, das ist nicht dein Beruf. Und ich hatte auch keine Befriedigung dort. Nur da die Wagen abhängen und nachhängen,
habe ich auch keine Befriedigung gefunden. Dann dachte ich, dann muss ich wieder da zurück. Da sehe ich, was ich mache auch, und bin viel zufriedener da. Hans-Peter Schlegel beschleunigt seine kurzen, auf die Schwellenabstände konditionierten Schritte, um noch vor dem nächsten Schnellzug das Südportal zu erreichen. Im verlassenen Bahnhof Spinas dauert es zwar nochmals eine gute Stunde, bis der nächste Bummelzug ihn nach Preda zurückbringt, aber wenigstens ist er wieder mit der Außenwelt verbunden. Per Funk kann er, wie meistens, melden: Albula-Tunnel kontrolliert, alles in Ordnung.